Dann hören wir als Lesung zum heutigen Sonntag Apostelgeschichte 19, die Verse, muss ich gerade noch mal gucken, 8 bis 11. Apostelgeschichte 19, 8 bis 11. Es geht heute anhand des Sendschreibens an die Gemeinde in Pergamon gegen die Vermischung von dem, was nicht zusammengehört, gegen die Vermischung von Gemeinde und Welt. Und da sehen wir Apostelgeschichte 19, wie auch Paulus sich ganz klar von dem getrennt hat, was eben nicht zusammenpasst. Apostelgeschichte 19, 8 bis 11. Und er ging in die Synagoge und trat öffentlich auf, indem er 3 Monate lang Gespräche führte und sie zu überzeugen suchte von dem, was denn das Reich Gottes betrifft. Da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, handelt sich also um die jüdische Gemeinde in der Synagoge, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger, die zum Glauben eben an Jesus gekommen waren, ab und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Das geschah 2 Jahre lang, sodass alle in der Provinz Asien wohnten, das Wort des Herrn hörten, sowohl Juden als auch Griechen, und Gott wirkte ungewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus. Und da sehen wir eben auch ganz bewusst, ist der Vers 11 noch dabei, da wo die Gemeinde sich wirklich von faulen Kompromissen trennt und klar den Weg mit dem Herrn geht. Das segnet der Herr auch in entsprechender Weise in aller Regel. Ich sage immer wieder, das sind keine mathematischen Berechenbarkeiten, aber es sind Grundsätze, die der Herr individuell nach seiner Souveränität umsetzt. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir loben und preisen dich auch in diesem Sonntagmorgen. Wir danken dir für deine Güte, deine Gnade und Barmherzigkeit, aus der wir jeden Tag leben dürfen. Danken dir für deine Liebe, die uns auch in diesem ganzen Wahnsinn und in diesem Bösen begleitet. Und wir wissen dürfen, dass wir in dir geborgen sind, egal was um uns herum tobt und kommt. Auch alles, was uns vielleicht bewegt, was wir aus der vergangenen Woche heute Morgen in unserem Kopf, in unserem Herzen mit in diesen Gottesdienst bringen. Wir dürfen es jetzt dir zu Füßen legen, dass unsere Herzen in dir zur Ruhe kommen und offen werden für das, was du uns heute Morgen auch zu sagen hast, zu unserem Segen, zum Bau, zur Vollmacht der Gemeinde und auch, dass möglichst viele Menschen sich noch einladen lassen zur Gemeinschaft mit dir, auch zum Trost für die Alten und Kranken, die nicht heute dabei sein können, wo überall sie auch sein mögen, segne und bewahre und erhalte du sie mit uns, auch die vielen Zerstreuten, Einsamen, wo auch immer sie sind. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Und dann als Predigttext das Sendschreiben Offenbarung 2, 12 bis 17 an die Gemeinde in Pergamon. Offenbarung 2, 12 bis 17. Der Befehl der erhöhte Herr, dem Apostel Johannes und dem Engel der Gemeinde in Pergamus schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst, da, wo der Thron Satans ist. Und dass du an meinem Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas mein treuer Zeuge war, der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast du auch solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten, was ich hasse. Tue Buße, sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt außer dem, der ihn empfängt.
Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Zur letzten Predigt über das Sendschreiben an Smyrna, das ist schon eine Weile her, erhielt ich von einem Bruder die Zuschrift, sie hatten richtig vermutet, Smyrna und Philadelphia sind die beiden Sendschreiben-Gemeinden, die nicht getadelt worden sind. Deshalb finden sich an ihrem ehemaligen Ort auch blühende große Städte. Smyrna ist heute Izmir und Philadelphia Alasihir. Die weiteren Orte Pergama, gleich Pergamon, und Alkisar, gleich Thyatira, haben kaum Bedeutung und die restlichen drei Orte sind Ruinen. Ich gebe nochmal diesen Nachtrag zu dieser Predigt weiter. Wir sehen daran auch historisch, wie sich Lob und Tadel Gottes über einer Gemeinde im Lauf der Geschichte nicht nur geistlich, sondern auch auf die politische Wirklichkeit auswirken. Eine in Christus gegründete Gemeinde ist auf die Länge der Zeit allein schon aufgrund ihres Wesens und Daseins Segen und Bewahrung für einen Ort, für eine Stadt, für ein ganzes Land gegebenenfalls. Und dazu braucht man gar nicht aufbrechen, um Müll im Stadtpark zu sammeln oder sonstigen Unfug zu treiben, wobei das Müllsammeln nicht schlecht ist, aber es ist nicht die vorrangige Aufgabe der Gemeinde Jesu. Die Gemeinde Jesu braucht nur treu am Herrn zu sein. Dann hat sie diese Ausstrahlung und dann wirkt der Herr durch sie, auch zum Wohl, zum Segen, zum Bau, zur Bewahrung einer ganzen Kommune, eines ganzen Gebiets, eines ganzen Landes. Mit entsprechend negativen Folgen, wie dieses Beispiel auch zeigt, wo eine Gemeinde eben nicht treu an ihrem Herrn bleibt. Denn die Gemeinde ist ja Salz und Licht der Welt. Da sehen wir ein bisschen was von diesen Zusammenhängen. Die Gemeinde, an welche das nächste Sendschreiben geht, wohnt an einem sehr schwierigen Ort. Pergamon ist der Adressat des dritten Sendschreibens. Es liegt rund 150 Kilometer nördlich von Ephesus und hatte auch ca. 160.000 Einwohner. Also wir sind bisher Großstädten begegnet, so in der Größenordnung von 150.000, 200.000 Einwohnern. Einfach damit wir uns das mal vor Augen halten. Das waren keine kleinen Flecken, das war auch nicht eine Kleinstadt wie Riedlingen. Von 160.000 ist Riedlingen vermutlich samt Eingemeindungen deutlich weg. Und selbst Biberach durfte kaum rankommen. Pergamon verfügte nach Alexandria über die zweitgrößte Bibliothek der antiken griechischen Welt. Also wir begegnen hier auch mehr oder weniger durchweg höchst bedeutungsvollen Orten, gesellschaftlich, politisch, kulturell. Der Legende, die Bibliothek in Pergamon umfasste 200.000 Bände. Der Legende nach, vermute, da ist wohl was dran, soll in Pergamon das Pergament erfunden worden sein. Tatsächlich, wie ich im Internet recherchiert habe, wird der Begriff Pergament von Pergamon abgeleitet. Und die Entstehung soll angeblich, das ist nun legendär, wie weit es stimmt, weiß ich nicht, des Pergaments soll stattgefunden haben, als die Ptolemäer, die in Ägypten herrschten, eines der Seleukidenreiche, die in Ägypten waren, die Ausfuhr von Papyrus stoppten. Warum haben sie das gemacht? Weil Alexandria die große Bibliothek des Altertums war. Und die haben gefürchtet, dass Pergamon ihnen den Rang abläuft. Dann hat man einen Lieferstopp verfügt, Rohstoff entzogen. Wenn es kein Papyrus gibt, dann kann man auch nichts mehr schreiben. Ja, mit den Steintäfelchen, das war dann doch schon ein bisschen mühsam. Und als Reaktion darauf sollen dann die in Pergamon das Pergament, das Schreiben auf Tierleder, erfunden haben. Wie gesagt, wie weit das stimmt, weiß ich nicht. Das berühmteste Bauwerk der Stadt war der Pergamon-Altar. Seine Fundamente sind noch auf dem Gebiet der antiken Oberstadt zu finden. Die Reste des Pergamon-Frieses, die ihn zierten, sind seit Beginn des 20. Jahrhunderts ja bekanntermaßen im Berliner Pergamon-Museum ausgestellt. Dazu war das Asklepieion auf der anderen Seite der Stadt einer der berühmtesten Heil- und Kurorte der antiken Welt. Wir begegnen also auch mit Pergamon einer faszinierenden und vielfach höchst bedeutenden Stadt,
Ein Wohnort, der sich aber gerade auch in dieser Faszination für die christliche Gemeinde als gefährlich verführerisch darstellt. Das ist ja immer das Problem, wo viel weltliche Faszination ist, lassen sich gerne auch Christen verblenden, verführen, unter Druck setzen, beeindrucken. Dabei sollen wir doch nur von einem beeindruckt sein, von Jesus, unserem Herrn. Alles andere, hat Paulus geschrieben, ist doch Schall und Rauch. Er hat es deutlicher gesagt, er hat gesagt, ich erachte es für Kot. Man könnte es auch derber sagen, der griechische Begriff würde auch das Wort mit SCH zulassen. Vermeide ich jetzt mal an dieser Stelle, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, ich würde allzu viel Fäkalbegriffe hier zu verwenden. Ja, aber wie gesagt, das ist auch für uns wahnsinnig wichtig, immer wieder. Wirklich, Jesus ist das Einzige, worauf es ankommt, alles andere erachten wir um seinetwillen für Kot. Wenn wir das auch in diesen Tagen und dem, was vor uns liegt und auf uns zukommt, vor Augen haben und beherzigen, dann werden wir vor viel falschen Wegen, vor vielen Irrtümern und auch vor viel Schaden bewahrt bleiben. Das ist genau die besondere Gefahr von Pergamon, dass sie das nicht geschafft hat. Die Gefahr der Vermischung dessen, was nicht zusammengehört. Sie haben Jesus wertgeschätzt, aber nicht alles andere verkot. Und sie haben miteinander vermengt und in einen Topf geschmissen, was nicht vermengt und verwechselt werden darf. Und deshalb stellt sich Jesus dieser Gemeinde vor, wir haben ja schon mehrfach festgestellt, es ist immer für eine Gemeinde von ganz besonderer Bedeutung, mit welchem Attribut aus den Einleitungskapiteln sich Jesus nun wieder vorstellt. Und hier stellt er sich vor als der, der das zweischneidige, scharfe Schwert hat. Vers 12. Dabei handelt es sich nicht um eine Waffe aus Stahl, auch nicht aus hochwertigem Damaszenerstahl, sondern dieses Schwert geht aus seinem Mund und ist sein machtvolles Wort. Wie es Offenbarung 1, Vers 16 sagt, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Wir sehen es auch ja nochmal am Ende der Offenbarung. Und ganz wichtig für diesen Zusammenhang, Hebräer 4, Vers 12, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringt bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes, und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das heißt, dieses Wort deckt das Innerste und Verborgenste auf. Vor Gott ist keine Täuschung möglich. Er sieht bis ins Mark. Und dieses Schwert trennt, sagt Hebräer 4, vor allem auch das Seelische vom Geistlichen. Eine der wichtigsten Trennungen, Unterscheidungen überhaupt. Das menschlich-religiöse Gefühl vom echten geistlichen Denken und Leben zu unterscheiden. Seit Jahrzehnten auf kaum einem Gebiet so wichtig wie etwa auch im Bereich der christlichen Musik. Es gibt viel seelisch schöne Musik, auch unter den neuen Liedern. Aber nicht alles, was seelisch schön und religiös anmutig wirkt, ist schon wirklich geistlich. Ein wichtiger Punkt, zieht sich aber das ganze Leben durch. In puncto geistliche Unterscheidungsfähigkeit hat die Gemeinde in Pergamon erhebliche Mängel. Aber davon später. Zunächst bekommt die Gemeinde tröstenden Zuspruch. Vers 13, ich kenne deine Werke und weiß, wo du wohnst. Leider haben die revidierten Übersetzungen, glaube ich, ausnahmslos in der Regel die Werke hier nicht genannt. Dabei dürften sie in allen Sendschreiben original genannt sein, denn sie sind zentraler Bestandteil der allgemeinen Anrede Jesu an jede Gemeinde. Ich hatte schon darauf hingewiesen, mit den Werken meint Jesus das Wesen und die Arbeit jeder Gemeinde. Und das gehört von daher vom Sinnzusammenhang zu jedem Gemeindesendschreiben dazu. Mit dieser Erwähnung der Werke sagt Jesus zu Beginn jeder Gemeinde, ich kenne dich durch und durch. Mir könnt ihr nichts vormachen. Ihr könnt ein äußerlich armes, erklägliches, verzagtes Häuflein sein, dann kenne ich trotzdem euren verborgenen Reichtum. Ihr könnt, wie Laodicea, eine äußerlich blühende, an Selbstüberschätzung kaum noch überbietbare Gemeinde sein
und ich weiß doch, dass du innerlich nackt und bloß und jämmerlich und erbärmlich bist, bis ins Mark. Das ist der Inhalt dieser Aussage, ich kenne deine Werke, ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, was deine Werke wert sind in der Ewigkeit. Ganz egal, wie äußerlich prächtig oder erbärmlich sie sein mögen, ich kenne den geistlichen Wert. Dann aber folgt nach dieser allgemeinen Feststellung, ich kenne deine Werke, die, wie gesagt, mit Sicherheit, bin ich überzeugt, bei jeder Formulierung der Mehrheitstext, Textus Receptus, hat es auch bei jedem drin, bei jedem Sendschreiben dabei war. Dann aber nach dieser allgemeinen Feststellung kommt das Besondere. Man zerstört auch die ganze Struktur dieser Einleitung der Sendschreiben, wenn man die Werke mal rauslässt und mal nicht. Und da den revidierten Fassungen folgt. Dann wird das Besondere nicht mehr so deutlich. In Epheser ist das Besondere der anhaltende, der ausdauernde, der ertragende, nicht ermüdende Eifer, der auch in harten Widerständen dranbleibt, durchhält, sich nicht ermüden lässt. In Sardes ist die äußere Bedrängnis und Armut, in der die Gemeinde aber unerschüttert treu bleibt. In Pergamon ist interessanterweise der Wohnort das Entscheidende, die hauptsächliche Herausforderung, der Wohnort. Vermute, wenige von uns würden auf die Idee kommen, dass schon der Wohnort für eine Gemeinde die zentrale Herausforderung, ihr charakteristisches Problemmerkmal sein könnte. Und wir sehen hier, auch das ist ungeheuer wichtig, liebe Geschwister, Jesus urteilt nicht an der äußeren Situation vorbei. Das müssen wir auch bei allen Versuchen geschichtlicher Bewertungen und Urteile von Jesus lernen. Man schlackert ja immer wieder mit den Ohren. Wie da zum Teil über Jahrzehnte, vor allem ein Phänomen der letzten Jahre, da wird über Jahrzehnte, über Jahrhunderte und Jahrtausende zurück über Menschen, Ereignisse und Verhaltensweisen geurteilt, ohne die jeweiligen Umstände zu kennen und ohne die jeweiligen Denkweisen zu berücksichtigen. Damit kann man Dinge nicht gerecht werden. Und man sieht, Jesus macht es ganz anders. Wenn Jesus auf unsere Werke, auf unser Sein, auf unsere Arbeit schaut, dann hat er sehr wohl mit im Blick, unter welchen Rahmenbedingungen wir leben und arbeiten. Wir dürfen zwar nicht umgekehrt so machen, hatte diese Woche einen Anruf, da hat jemand gefragt, ja, wie weit darf man denn das Umfeld verantwortlich machen für alles, wie man sich selber verhält. Da kann man das Ding heute maßlos übertreiben, deshalb korrigiere ich auch Fehleinschätzungen an dieser Stelle. Nein, was ich zulasse, was die Umwelt mit mir macht, ist immer meine Verantwortung. Was die Umwelt macht, kann ich nicht verantworten, aber was es mit mir macht, was ich in meinem Leben damit zulasse, das ist meine Entscheidung. Das kann ich nicht auf die Umwelt, nicht auf die Oma, nicht auf die schlechte Erziehung durch meine Eltern, nicht auf meine bösen Geschwister oder meine sonstigen Mitmenschen, die ja alle auf dieser Ideologie alle gut wären, gell? Wir sind ja angeblich alle nur schlecht aufgrund der bösen Umwelt. Aber wenn unsere Umwelt alle aus lauter Menschen besteht, die doch eigentlich alle gut sind, wo kommt dann das Böse her? Also, ja, also so darf man es nicht übertreiben. Aber trotzdem sieht Gott, dass unsere Rahmenbedingungen, in denen wir leben, unsere Arbeit leichter oder schwerer machen können. Und respektiert und achtet das auch. Und die Rahmenbedingungen, die sind für die Gemeinde in Pergamon denkbar schlecht. Trotz oder wahrscheinlich sogar gerade aufgrund der äußerlich gewaltigen Pracht dieser Stadt. Denn diese Gemeinde wohnt, und jetzt kommt eine ganz zentrale Aussage, wo der Thron Satans ist. Soweit ich weiß, gibt es in der Bibel sonst keinen Hinweis mehr auf den Thron Satans. Der einzigartige Aussage und Stelle in der Bibel. Du wohnst, wo der Thron Satans ist. Und es wird zweimal in diesen Versen betont, wo Satan wohnt. Ich denke, wir können die Aussage in ihrer negativen Bedeutung und Realität und Wirkkraft kaum überschätzen. Und wir müssen es im Kontext der Offenbarung sehen, diesen Aussage, wo der Thron Satans ist. Denn der Zentralpunkt der Offenbarung, auf den sich der Blick immer wieder vor allem richtet, ist ja der Thron Gottes.
Immer wieder an entscheidenden Stellen sind Thronschauen eingeschaltet, um zu zeigen, hier ist der Thron der Macht, von dem geht alles aus. Alles Heil, alles Gericht, aber auch alle Bewahrung. Der Thron Gottes und das Lamm mitten auf dem Thron sind das Herzstück der ganzen Offenbarung. Und wenn wir das vor Augen haben, dann verstehen wir auch die Dramatik, die Bedeutung dieser Gegenaussage. Du wohnst, wo der Thron Satans ist. Ich denke, das muss man durchaus so verstehen, dass Pergamon in der damaligen Zeit ein Ort war, in dem die Macht Satans in ganz besonderer Weise real präsent war. Möglicherweise bis wahrscheinlich einzigartig auf dem Globus. Also ich dachte bei der Vorbereitung, wir denken ja an den Berg Zion, der Ort, an dem Gott seinen Namen niedergelegt hat, für sich reklamiert. Pergamon mit dem Pergamonaltar scheint fast so ein Gegenstück zu sein, ein Ort, den Satan in besonderer Weise für sich reklamiert und zu seinem Wohnsitz auf dieser Erde erklärt hat. Theoretisch könnten zwei Bauwerke, vor allem wenn man es auf ein Bauwerk bezieht, wozu ich durchaus primär zunächst mal neige vom wörtlichen Verständnis her, einige sehen den Thron Satans im Asklepios-Tempel, dieser Schlangenhainkult, der bis in die heutige Medizin mit dem Schlangenstab, dem Aesculapstab, Symbol der Mediziner ist, unterhielt damals in aller Welt 200 Heiligtümer und sein Sitz war in Pergamon. Pergamon war gewissermaßen das Lourdes der Antike. Ich neige allerdings eher dazu, den Pergamonaltar, den Zeus-Tempel, darin zu sehen, der auch, wenn ihr ihn vor Augen habt, eine Throngestalt hat, breit, Säulen mit Stufen hinauf und links gehen zwei Flügel vor wie ein Thron mit, ein mächtiger Thron mit seinen Armlehnen. Er stand 300 Meter über der Stadt, weithin sichtbar, zählte zu den sieben Weltwundern der Antike. Und Zeus war ja der oberste der griechischen Götter, der sogenannte Göttervater. Und dieser Altar, der mit den originalen Friesresten in Berlin aufgebaut wurde, wie gesagt, hatte die Form eines Throns. Wenn Adolf Pohl sagt, es empfiehlt sich, die Bezeichnung Thron Satans auf die ganze Stadt zu beziehen, es ging um etwas Atmosphärisches, um Pergamon als hellenistisches Zentrum und so weiter zu nehmen, zu sehen, dann sehe ich da keinen Widerspruch, denn eine wörtliche und eine geistliche Bedeutung gehen bei biblischen Aussagen ja sehr oft Hand in Hand. Das, was Adolf Pohl als atmosphärische Gesamtheit bezeichnet, dürfte eben im Pergamonaltar repräsentiert gewesen sein und ist möglicherweise bis zum heutigen Tag im Pergamonaltar repräsentiert, die Gegenwart des satanisch Bösen. Denn das Böse kann sich sehr wohl in unheilvoller Weise mit Gegenständen und Bauwerken in besonderer Weise verbinden. Und manche Christen sehen deshalb mit großer Sorge, dass am Sitz der Regierung in Berlin eben dieser Pergamonaltar, dieser mutmaßliche Thron Satans steht. Und möglicherweise besteht ein Zusammenhang, den sehen manche Christen, dass die Zeit, seit dieses Bauwerk in Berlin steht, seit Anfang des 20. Jahrhunderts, zu Beginn des Deutschen Kaiserreichs, Prinzip, kurz danach, die deutsche Regierung und die Zeit, in der die deutsche Regierung nicht an diesem Ort, nicht in Berlin residierte, die Zeit der Bonner Republik, unserem Volk besser bekommen ist, als eben die Zeit des Ersten, des Zweiten Weltkriegs und die Zeit nach der Wende, seit Berlin wieder der Sitz des Pergamonaltars, auch der Sitz der Bundesregierung ist. Und wir haben schon interessante Parallelen, historische. Gebannt von der Faszination dieses Altars des Bösen, beauftragte Adolf Hitler 1934 seinen Architekten Albert Speer mit der Nachbildung des Pergamonaltars für seine Reichsparteitage in Nürnberg. Wenn man mal historische Bilder anguckt, riesenbreit mit den Seitenflügeln und der Tribüne für die Nazi-Prominenz, praktisch auf die Stufen gebaut, riesig, dimensional, gigantomanisch, der Nachbau des Pergamonaltars.
und Amerika. Obama. Obamas Bühne beim Parteitag der Demokraten 2008 wurde ebenfalls im Stil des Pergamonaltars aufgebaut. Das Satanische, das Okkulte, das Böse scheint eine besondere Affinität zu diesem Bauwerk zu haben, bis auf diesen Tag. Aber auch an diesem Ort hält die Gemeinde am Namen Jesu fest, wo das Böse so im Grunde unfassbar präsent ist, wie wir es heute in diesen Tagen auch wieder erleben. Wo es das Denken, das Reden, das Handeln der Menschen in einer Weise bestimmt, wie wir es noch vor ein, zwei Jahren überhaupt nicht für möglich gehalten hätten. Die Gemeinde hält trotzdem am Namen Jesu fest. Mit dem Festhalten kann ein regelrechtes Festkrallen gemeint sein und zugleich ein Hochhalten. Ein Festhalten und ein Hochhalten und Betonen der Macht und Kraft, die in diesem Namen ist. Auch um den Namen geht's, denn dieser Name unseres Herrn Jesus geht's in diesen Kämpfen. Der ist gerade in Pergamon umkämpft durch viele konkurrierende Ansprüche. Dem Heilandsnamen, wir nennen ihn ja Jesus, den Zoter, den Heiland. Den Heilandsnamen reklamierte eben der Kult des Schlangengottes Asklepios für sich. Der war der Heilsgott, der Heilung brachte. Den Herrennamen beanspruchte der römische Kaiser für sich. Und es gab zwei Tempel, für den Kaiser und einen für Roma als Repräsentanz des Römischen Reichs in Pergamon. Und jeder Bürger musste dort, wie andernorts auch, einmal im Jahr den Kaisertempel aufsuchen, eine Prise Weihrauch verbrennen und bekennen, der Kaiser ist der Herr, der Kyrios. Und dazu stand das christliche Bekenntnis, nein, Kyrios ist Jesus Christus, im frontalen Gegensatz. Da prallen Mächte und Ansprüche, in diesem Fall Herrschaftsansprüche, aufeinander. Und der dritte, der Gottesname, der war vom Zeus-Kult eben am Pergamonaltar schon beansprucht und beschlagnahmt und stand dem Anspruch Jesu, der einzig und wahre Gott zu sein, gegenüber. Hier beansprucht Satan selbst, wahrer Gott zu sein, als solcher verehrt zu werden und forderte Menschenopfer. Soweit wir wissen, wurden auf dem Pergamonaltar auch Menschenopfer dargebracht, möglicherweise auch der Antipas. Also die Bereiche des Heils, der Herrschaft und der Göttlichkeit, göttliche Ehre, waren in Pergamon mit Nachdruck von anderen Göttern besetzt, von anderen Namen. Wobei nun die hellenistische Umwelt großzügig gewesen wäre, sie hätte die Verehrung Jesu mühelos akzeptiert, wenn sie sich nahtlos eingefügt hätte, eben in einem Haus des einen, ja, wo dann der Asklepios, der Zeus, der römische Kaiser und dieser Jesus alle miteinander friedlich vereint angebetet werden. Null problemo. Aber das ist der Punkt. Der Weltmensch, auch der religiöse Weltmensch, auch der christlich-religiöse Weltmensch, der eine christliche Form hat, aber nicht den Geist Gottes, der kann vielen Herren dienen. Die Bibel aber sagt, ihr könnt nur einem Herrn dienen, wenn er wirklich und wahrhaftig zu Jesus gehört. Dann könnt ihr nur einem einzigen Herrn dienen und das ist nicht irgendein Jesus, das ist der Jesus der Bibel. Der Sohn des Menschgewordenen, der menschgewordene Gott, der Sohn des Dreieinen. Der Dreieine selbst in Gestalt des Sohnes. Nur diesem einen könnt ihr dienen, kompromisslos. Und in klarer Abgrenzung zu allen anderen Ansprüchen. Nur er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch ihn. Nein, der Asklepios ist kein Weg zum Heil. Und Zeus ist nicht der Göttervater. Und dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Einzigen, das sorgt eben für Zündstoff. Dagegen brandete Ablehnung, Hass und Verfolgung auf. Aber positiv, die Gemeinde hielt diesen Widerständen stand. Das lobt der Herr.
Sie wich nicht zurück, sie hat den Glauben nicht verleugnet. Du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch nicht, als dieses Festhalten Opfer gefordert hat. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Über Antipas und die Umstände seines Märtyrertods ist nicht weiter bekannt. Es wird spekuliert, ob sein Märtyrertod zugleich ein Menschenopfer am Pergamonaltar war, weil da nochmal betont wird, wo der Satan wohnt. Muss man nicht so verstehen. Aber hier hält die Gemeinde am Namen Jesu fest, verleugnet ihn nicht, zumindest nicht der vor Gott repräsentative Teil der Gemeinde. Und damit hat die Gemeinde als Ganzes die Zusage Jesu, wer ihn bekennt vor den Menschen, den wird auch er bekennen vor seinem himmlischen Vater. Jesus droht dieser Gemeinde nicht, ihren Leuchter wegzustoßen, wie einer anderen Gemeinde. Aber trotzdem fährt er fort, ich habe ein weniges gegen dich. Vers 14, der Herr kann es beim Lob leider nicht lassen, er muss Tadel hinzufügen. Und das wenige könnte, dürfte vermutlich durchaus sarkastisch gemeint sein. Denn so wenig ist nicht, was der Herr jetzt zu tadeln hat. Es handelt sich erstens um die Sünde Bileams, die schon 1500 Jahre zuvor Israel zum Verhängnis geworden war. Die wird gleich konkret beschrieben, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, dass sie Götzenopfer aßen und Hurerei trieben. Das ist nicht weniger als der Abfall von Gott und das ist garantiert nicht wenig. Also wir sehen, das Wenige dürfte ironisch, sarkastisch gemeint sein. Und Vers 15, so hast du auch solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Wir hatten auch schon festgestellt im früheren Predigt, diese Nikolaiten lassen sich lehrmäßig nicht fassen. In der alten Kirche wurden die Anhänger der Nikolaiten traditionell meist zu den Gnostikern gerechnet, die durch Erlaubnis sexueller Freizügigkeit sowie der Duldung der Teilnahme an heidnischen Götzenopfern und am Kaiserkult versuchte, Anhänger zu gewinnen, eben durch diese Anpassung an die Welt. Faule Kompromisse. Wenn diese Beschreibung stimmt, dann wären auch die Nikolaiten letztlich der Lehre Bileams gefolgt und nur eine Spielart mit anderem Namen, letztlich aber desselben Geistes, Irrgeistes. Wir sehen damit auch eine geistlich höchst bedrohliche Schizophrenie in der Gemeinde in Pergamon. Denn trotz des Festhaltens am Namen Jesu trennt sich die Gemeinde nicht in der gebotenen Klarheit vom Heidentum und der Unmoral der Welt. Sie meint, sie könne irgendwie beides unter einen Hut kriegen. Und interessanterweise haben wir im Griechischen in beiden Fällen das gleiche Wort, Tuwort für Festhalten. Also die Gemeinde versucht den unmöglichen Spagat, einerseits den Namen Jesu festzuhalten, das tut sie in irgendeiner Weise, aber sie hält auch solche fest, die an der Lehre Bileams und an der Lehre der Nikolaiten halten, aber das geht nicht, das reißt irgendwo auseinander. Das strebt in entgegengesetzte Richtungen. Die Gemeinde versucht auf beiden Schultern Wasser zu tragen. Kirchengeschichtlich wird die Gemeinde von Pergamon der Gemeinde des frühen Mittelalters zugeordnet, als ab Konstantin dem Großen die Kirche staatliche Anerkennung genoss und bald zur Staatskirche wurde. Entsprechende Elemente sehen wir in Pergamon ohne Zweifel. Wir haben allerdings die Anfänge einer volkskirchlichen Situation nicht erst hier, die gab es von Anfang an in diese Richtung und Volks- und Staatskirchen haben wir bis heute. Alle deutschen Großkirchen verstehen sich als Volkskirchen, sind in dieser Hinsicht Pergamonkirchen im negativsten Sinne. Wir sehen also, dass wir derartige kirchengeschichtliche Zuordnungen nicht zu starr verstehen dürfen, weise ich immer wieder darauf hin. Sie mögen einen besonderen Akzent einer bestimmten Zeit berechtigt hervorheben. Diese Akzente finden wir aber zugleich eben in Gemeinden durch alle Zeiten. Gerade in unserer Zeit haben wir diese Probleme überreichlich. Exemplarisch im schon erwähnten Haus des einen, House of One in Berlin. Und das eben vermutlich nicht zufällig. Wie der Pergamonaltar in Berlin steht. Und vom Bund sowie der Stadt Berlin jeweils mit einem Drittel
wohl rund 15 Millionen jeweils unterstützt wird. Dieses ganze gotteslästerliche heidnische Bauwerk wird derzeit auf 44 Millionen Euro geschätzt. Wir wissen ja, wenn der Staat irgendwo mitwirkt, dann neigen die Kosten in explosionsartige Höhen zu schnell. Und wir sind mal gespannt, wenn das Ding fertig ist, was es dann gekostet hat und eben nicht nur irgendwelche religiösen Gemeinschaften, sondern auch den doch so furchtbar reichen Stadtstaat Berlin. Der hat da offensichtlich locker noch ein paar Millionchen übrig und unseren Bund. Berlin wurde und wird nach meiner persönlichen Wahrnehmung geistlich wie gesellschaftlich und auch politisch mehr und mehr zu einem Wohnort Satans. Das hat vor Gott eine Bedeutung, wenn ein Ort so ein House of One stehen hat. Und wenn die Oberen der Bundesregierung, die da Drohnen vor Ort, das unterstützen und die Oberen der Stadt das mit unterstützen. Das sind nicht nur irgendwelche Äußerlichkeiten, das schafft geistliche Wirklichkeit zum Fluch in der unsichtbaren Welt, die sich dann auch auf die sichtbare auswirken wird. Diese Verwischung der Grenze zwischen Gemeinde und Welt durch eine zwar verführerische, aber zugleich verhängnisvolle Anpassung und Anbiederung an die Welt wurde zwar seit Konstantin dem Großen institutionell verfestigt, heute erreicht sie ihren Höhepunkt. Dieser Weg ist immer der Weg übrigens der vollmachtlos gewordenen Gemeinde. Wir haben mit Pergamon deutlich eine Gemeinde, die viel geistlicher Vollmacht verloren hat. Denn wenn die Gemeinde die Welt nicht mehr in der Vollmacht des Wortes erreicht und gewinnt und überwindet und von ihrer Sünde überführen kann, dann versucht sie die Welt durch Anpassung zu vereinnahmen. Durch eine ganz und gar unbrüderliche Umarmung. Wir haben das seit langem auch mit der sogenannten Ökumene. Auch da geht es ja um die messerscharfe Unterscheidung, Kraft der Unterscheidung, die geistliche, wo sind auch Angehörige anderer christlicher Glaubensgemeinschaft wirklich in Christus und seinem Wort gegründet als Einzelperson und wo geht es um Organisationen wie die römisch-katholische und andere Kirchen und Einrichtungen, die einfach als Organisation definitiv vom völlig falschen Feld sind. Da kann man keine Gemeinsamkeiten machen. Gott klagt nun nicht, dass die ganze Gemeinde in Pergamon diesen Weg beschreitet. Er sagt, du hast solche. Wie viele das sind, wird nicht gesagt, Vers 14. Du hast solche. Aber Gott klagt an, dass solche geduldet werden in der Gemeinde. Dabei sehe ich ein großes Problem dieser Gemeinde in der konkreten Formulierung. Das ist interessant. Es heißt nicht wie bei Ephesus, du hast sie, mit scharf es, du hast sie, wofür die Gemeinde in Ephesus ausdrücklich gelobt wird, dass sie das Böse hasst. Es heißt auch nicht wie bei Thyatira, du duldest sie. Auch das wäre ein bewusster Vorgang, sehr schlimm. Dieser Vorgang, wenn man das Böse bewusst in der Mitte duldet. Pergamon ist nicht wirklich weniger schlimm, vielleicht sogar viel schlimmer. Ich denke an das Wort, weil du aber weder kalt noch warm bist, sondern lau. Pergamon ist in dieser Frage total lau. Pergamon hat sich gar nicht mit der Frage befasst, ob man diese Fehlentwicklungen hassen oder dulden soll. Man lässt die Dinge Augen zu und durch, ohne Auseinandersetzung mit der Sache und ohne bewusste Entscheidung einfach laufen. Man hat nicht beschlossen, diese Dinge zu dulden. Man hat aber eben auch nicht beschlossen, sie nicht zu dulden. Nochmal, Augen zu und durch, wird schon gut gehen. Auch wenn dieser Weg der bequemere ist, die Gemeinde darf die Anpassung an die Welt nicht laufen lassen. Am Ende kommt sie nämlich genau dahin, wo unser Staat, auch im Beispiel von Berlin, durch Augen zumachen und laufen lassen hinsichtlich hochkrimineller Clanstrukturen längst hingekommen ist. Dieser Tage sorgte ja das Urteil eines Berliner Richters für höchste Schlagzeilen, zumindest in manchen Teilen, vor allem der alternativen Presse und Medien. Denn der Richter ließ trotz wohl absolut eindeutiger Beweise den berüchtigten Clanboss Abu Shaker laufen. Warum?
Wohl nicht mangels an Beweisen, sondern schlicht, weil er Angst um sein Leben und das seiner Familie hatte. Es passiert, wenn man das Böse laufen lässt. Augen zu und durch. Klappt nicht, fährt an die Wand. Und dann wird das Böse übermächtig. Irgendwann mal klappt das nicht mehr mit Augen zu und durch. Und dann stellt man fest, dass das Böse so mächtig geworden ist, dass man es nicht mehr in den Griff kriegt. Das ist bei uns Land auf, Land ab doch längst Realität. Nicht nur auf diesem Gebiet der kriminellen Clanstrukturen. Wir sehen es heute nicht nur in Politik und Gesellschaft, sondern auch in fast allen Gemeinden Land auf, Land ab. Das Böse ist übermächtig geworden. Die Gemeinde hat deshalb das Böse nicht laufen zu lassen, sie hat ihm zu widerstehen, sie hat ihm Einhalt zu gebieten, sie hat es auszusondern, sie hat sich davon abzugrenzen. Und deshalb mahnt der Herr, tu nun Buße. Vers 16, obwohl nur eine Minderheit diesen falschen Weg geht, wird doch die ganze Gemeinde zur Buße gerufen. Die ganze Gemeinde trägt Verantwortung. Gott denkt nicht so individualistisch wie wir. Denken wir an die biblischen Bilder für Gemeinde, den Leib, und das Haus. Wenn ein Glied leidet, wenn ich mir den Finger in die Tür geklemmt habe, dann tut es dem ganzen Menschen Jakob weh. Und der Kerl schreit Zedermordio vor Schmerz. Ja, obwohl es doch vielleicht nur der kleine Finger war. Wenn ein Ziegel auf dem Dach verrutscht ist, dann wird es im ganzen Haus nass und Schimmel und Moder breiten sich aus. Und so ist es ja auch im Alltag. Ich persönlich kann nichts dafür, dass die Unrechtherrschenden in unserem Land im Zug des Corona-Wahnsinns Millionen und Milliarden verschleudert haben. Allein mit seinen Maskendeals hat der unsägliche Spahn wohl rund 7 Milliarden verpulvert und ist unsäglicherweise und unverständlicherweise immer noch im Amt. Man fragt sich, was müssen manche Leute tun, damit sie endlich rausfliegen? Und wenn man die Folgen des Dauerlockdowns seit fast 16 Monaten dazu rechnet, werden die Schäden des von diesen Unrechtherrschenden veranstalteten Corona-Terrors insgesamt wohl schlussendlich in die Billionen gehen. Und da werde auch ich durch Steuererhöhungen und sonstige Abgabenzwänge und so weiter und so fort höchstwahrscheinlich eines Tages mit zur Kasse gebeten werden, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Obwohl ich die ganzen 16 Monate vor diesem Wahnsinn gewarnt und meine Stimme dagegen erhoben habe, rettet mich nicht. Rettet mich nicht vor der Tatsache, dass wenn ein kleiner Teil, nur ein paar Unrechtherrschende, in einem Volk großen Schaden über das Volk bringen, am Ende das ganze Volk diesen Schaden ausbaden muss. Es gilt mitgefangen, mitgehangen. Ich habe ja letzten Sonntag schon gesagt, ich hätte mich gern durch Auswandern diesem Irrsinn entzogen und den ganzen daraus entstehenden Folgen. Denn menschlich gesehen, muss ich sagen, rebelliert da in mir alles. Ich bin überhaupt nicht der Typ, der es einsieht, dass ich die Suppe mit auslöffeln soll, die andere böswillig oder in atemberaubender Dummheit eingebrockt haben. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Aber der Herr lässt mich halt nicht. Also hänge ich mit drin. Und so gilt es eben auch in der Gemeinde. Ich muss an dem Mist, den andere in der Gemeinde fabriziert haben, sei es theologisch, geistlich, zwischenmenschlich, nicht schuld sein. Solange ich Glied dieser Gemeinde bin, bin ich von diesem Mist mit betroffen. Ich habe den dann auch an den Schuhen, stinkt und so weiter. Nehme ihn gegebenenfalls mit nach Hause etc. Und deshalb gehört es zu den wichtigsten Aufgaben des Pastors und der Ältesten einer Gemeinde, möglichst jedem Mist zu wehren und wenn er doch Einzug gehalten hat, ihn schnellstmöglich wieder mit der Wurzel aus dem Weg zu räumen. Und auch alle Gemeindeglieder sollten aufmerksam darauf bedacht sein, dass möglichst wenig Mist passiert. Und jeder Einzelne sollte sich bemühen, nach Kräften von seiner Seite aus alles Erforderliche beizutragen. Und falls doch, diesen Mist unverzüglich wieder gemeinsam zu beseitigen. Nur so bleiben wir nah am Herrn und nur so bewahren wir in der Gemeinde eine Atmosphäre, in der sich's gut und gerne leben lässt. Vornehmlich sollten wir den Herrn täglich bitten, dass er unsere Gemeinde in diesem Sinne bewahrt und leitet. Wenn aber nicht, sagt der Herr,
Wenn aber nicht, so komme ich dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Wir sehen das Bild vom zweischneidigen Schwert beherrscht neben dem Thron Satans dieses Sendschreiben. Geht auch beim zweischneidigen Schwert eben um die Vermischung dessen, was zusammengehört und was nicht. Und er kommt nun, um das wieder zu trennen, was nicht zusammengehört. Und wenn die Gemeinde nicht selber Klarheit schafft und die nötigen Trennungen vollzieht, dann muss der Herr selbst durch sein Gericht die nötige Klarheit schaffen. Das ist nie gut für eine Gemeinde, wenn sie so weit kommen lässt. Gemeinde tut immer gut daran, selber vorher ihre Aufgaben zu erledigen. Denn dieses Gericht wird dann beide treffen, die Irrlehrer und die Gemeinde. Wir sehen es bei den Formulierungen ganz genau. Zwar ist die Drohung und ich werde Krieg mit ihnen führen, auf die Irrlehrer bezogen, aber der Herr sagt, ich komme dir bald. Das bezieht sich auf die ganze Gemeinde. Es ist für die ganze Gemeinde ein Schaden, eine hochgefährliche Situation, wenn der Herr ihr in dieser Weise kommen muss. Deshalb nochmal, wir tun gut daran, unser Haus selbst in Ordnung zu halten. Denn wartet auf uns nicht das Gericht, sondern die Belohnung des Herrn. Das sehen wir dann im letzten Vers, in Vers 17. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Das steht dem Essen vom Götzenopferfleisch in Vers 14 gegenüber. Man kann ja fragen, da kommt jetzt auf einmal um Himmels Willen das Manna her. Ich denke eindeutig vom Götzenopferfleisch. Die Sendschreiben folgen im Aufbau ja einer inneren Logik. Und die Logik ist hier die, wieso sollen wir Götzenopferfleisch essen, das, was Satan uns anbietet, wenn wir doch Manna, Speise aus der Hand Gottes, haben können. Es geht da darum, zwei Throne, zwei Herrschaftsbereiche, der Thron Gottes, der Thron Satans, Götzenopfer, Manna. Es gilt gerade auch in Corona-Zeiten zu bedenken. Wie viele lassen sich in diesen Tagen die Spritze verpassen, weil sie ihre Freiheit wieder haben wollen? Ist ja schon absurd. Ich weiß nicht, ob irgendeiner davon schon mal nachgedacht hat. Und wir sollten alle mal drüber nachdenken, in was für einer Welt leben wir, wenn wir uns unsere im Grundgesetz verankerten, garantierten Freiheits- und Menschenrechte durch das Verpassenlassen einer Spritze zurückkaufen müssen. Was ist das für eine Welt? Und was ist das denn für eine Freiheit in Anführungszeichen? Ist das nicht in Wahrheit eine Unterwerfung unter noch mehr Sklaverei? Denn ich gebe damit ja eine meiner wesentlichsten Freiheiten, nämlich die über meine körperliche Unversehrtheit selbst zu bestimmen, auf. Ich erkaufe mir zweifelhafte und vergängliche Genüsse für eine möglicherweise tödliche, in jedem Fall wohl hochgefährliche Spritze. Haben die Menschen wirklich durchdacht, was sie da tun? Als Christen können wir da ganz klar sein. Wer auf die Genüsse verzichtet, die der Versucher anbietet, der kommt nicht zu kurz. Das ist ja die Kerntrostbotschaft dieses Schreibens. Ihr braucht nicht Götzenopfer. Ihr braucht nicht die Anpassung und die Anbiederung und das Entgegenkommen der Welt gegenüber. Ihr habt in der klaren Abgrenzung von der Welt in mir alles Nötige. Im Überfluss. Ihr werdet doch vom Herrn mit viel Besserem versorgt, als Satan euch je bieten kann. Jesus selbst ist das rechte Lebensbrot, das geistliche Manna. In gewisser Hinsicht, denke ich, können wir die Corona-Spritze meines Erachtens durchaus mit dem Götzenopferfleisch von damals vergleichen. Denn wer Götzenopferfleisch aß, der integrierte sich wieder in die Welt. Der war nicht mehr länger Außenseiter und wir erleben heute die totale Spaltung der Corona-Gläubigen, der echten Covidioten und der anderen, die dann, und wir sehen, wie die Spaltung weitergeht, in die Gemeinschaft der Geimpften, der Gespritzten und der Nichtgespritzten.
und ein immer garstig breiter werdender Graben zwischen beiden. Und ich befürchte, wir stehen erst ganz am Anfang dieses breiter werdenden Grabens, wenn sich bewahrheitet, was heute eigentlich schon mit Händen greifbar ist, nämlich die Folgen der Spritze für die Nicht-Gespritzten, die Kontakt mit Gespritzten haben. Da deutet sich Schreckliches und Furchtbares an. Und wenn sich das in welcher, da muss man noch sehen, in welcher Dramatik sich das bestätigen wird, dann könnte dieser Graben in absehbarer Zeit unüberbrückbar sein. Und um diesen Graben zu überbrücken, um in der Welt cool und anerkannt und dabei zu sein, wieder im Biergarten und auf dem Fest und im Urlaub und fliegen und was weiß ich was alles, isst man Götzenopferfleisch oder nimmt die Spritze. Um dem Druck der Umwelt zu entkommen, einen Teil vermeintlicher Freiheit zurückzubekommen. Also ich bekomme das eigentlich tagtäglich mit von Rückmeldungen, die mir das auch so bestätigen. Ganz wenige, vielleicht vor allem ein paar Ältere, lassen sich tatsächlich impfen, spritzen, weil sie Angst um ihre Gesundheit haben oder weil sie Angst haben, andere anzustecken, was man ihnen manipulativ einredet. Der große Masse der Leute lässt sich die Spritze verpassen, weil sie einfach die Schnauze voll hat. Von diesem ganzen Druck, von diesem Testterror, von diesem Zermürben, einfach diesem ganzen Terror entkommen und da ist die Spritze der Heilsweg. Sie sind weich gekocht, seelisch mürbe gemacht und können dem Anpassungsdruck auch zu der gesellschaftlich geachteten Gruppe der Gespritzten zu gehören nicht länger widerstehen. Liebe Geschwister, wohl dem, der echte Freiheit in Jesus hat, der weiß, dass es keine Freiheit gibt, die man sich mit der Spritze erkaufen kann, keine echte Freiheit. Schon allein der Impfpass, erst recht in seiner digitalen Form, zeigt doch überdeutlich, dass der Gespritzte anfängt, sich mit der Spritze der totalen Überwachung zu unterwerfen. Hat mit Freiheit nichts zu tun. Ist auf der ganzen Linie das absolute Gegenteil, die totale Unterjochung, Unterwerfung unter den Big Brother Staat der totalen Kontrolle und Fremdbestimmung. Also ich esse lieber vom verborgenen Manna Gottes, als mir so eine Spritze verpassen zu lassen. Ich esse lieber vom himmlischen Manna als vom Götzenopferfleisch, um es im Bild des Schreibens an Pergamon zu sagen. Und eine weitere Belohnung wartet auf den, der sich klar von den satanischen Machenschaften dieser Welt distanziert. Ich werde ihm geben einen weißen Stein. Lasst mich an dieser Stelle geschwind noch einflechten, was ich gestern, weil viele von euch gucken da im Internet nicht nach, können es auch nicht technisch, geschrieben habe in der Gebetsinitiative. Es wurde tatsächlich, ich glaube Schaumburger Land, ganz offiziell in der Presse, vergangene Woche oder vor gut 10 Tagen in Schaumburger Land vom DRK, nach dem 33.333. Impfopfer das 66.666. Impfopfer gefeiert, mit Blumenstrauß und Urkunde. Wahnsinn, liebe Geschwister, das ist wirklich Fakt. Ist Fakt, ich habe es getestet, ja, nachgeguckt, ganz offiziell, Schaumburger Wochenblatt oder sonst irgendwas, Zeitung, kommt das, ganz offiziell. Wie kommen die auf diese Zahl? Die Dreierzahlen sind in der Freimaurerei, Kabbalah und so weiter in den satanischen Kreisen ganz hochgradige Zahlen, die 6, 6 und 6, die 6 in dieser Kombination, weiß sowieso jeder von der Offenbarung. Das sind satanisch-antichristliche Zahlen. Wenn man schon irgendetwas feiert, eine bestimmte Zahl, dann nimmt man entweder 5er oder 10er oder 25er Schritte, aber doch keine sogenannte Schnapszahl. Ich persönlich kann mir nicht anders erklären, als dass ich hier tatsächlich ganz offen ihre zutiefst satanische Fratze dieses Vorgangs zeigen. Ich habe keine andere Erklärung. Man hätte ja 77.777 nehmen können. 7 ist eine positiv besetzte Zahl. Oder 55.555. Nein, man nimmt die 3 und die 6. Zutiefst satanische Zahlen. Ich persönlich glaube nicht an Zufall in dieser Sache. Deshalb nochmal, ich esse lieber vom himmlischen Manna als vom Götzenopferfleisch. Und eine weitere Belohnung wartet auf den, der sich klar von diesen satanischen Machenschaften dieser Welt distanziert. Ich werde ihm geben einen weißen Stein.
Die Sieger der Olympischen Spiele wurden damals nach ihrer Rückkehr in die Heimat hoch geehrt. Das war was Gewaltiges. Wahrscheinlich noch mehr als heute, wenn einer von Olympia als Sieger zurückkam. Die wurden mit besonderen Wertgegenständen wie auch allerlei Vergünstigungen belohnt. Wenn ich es noch aus dem Geschichtsunterricht früher im richtigen Gedächtnis habe, war das zum Teil sogar so, die hatten für den Rest ihres Lebens ausgesorgt. So reich wurden die beschenkt, weil die ja für die Stadt, für die sie gesiegt haben, so viel Ehre eingebracht haben. Standen selbstverständlich im goldenen Buch der Stadt und so weiter. Quasi mit Leibrente und allem drum und dran. Und um diese Dinge zu erhalten, brauchten sie aber eine Bestätigung. Kann ja jeder von Olympia zurückkommen und sagen, ich habe gewonnen, 100 Meter Lauf, ich war's. Und deshalb bekamen sie bei der Siegerehrung, ähnlich der Olympia, der Goldmedaille, außer dem Lorbeerkranz, auch ein weißes Marmortäfelchen, wo ihr Name drauf stand. Das war die amtliche Urkunde. Wie sie die Fälschung sicher gemacht haben, weiß ich nicht. Der weiße Stein ist also eine Auszeichnung und Bestätigung des Siegers. Und dieser Stein berechtigt zum Empfang der entsprechenden Siegesbelohnung. Und genau daran knüpft dieses Bild an. Im Schreiben an Pergamon auf den Stein geschrieben einen neuen Namen. Das Wort neu spielt ja in der Offenbarung eine große Rolle. Neue Lieder, neues Jerusalem, neuer Himmel, neue Erde, alles wird neu. Auch die Menschen, ähnlich wie es schon im alten Bund anfing, neu zu werden, aus dem Jakob wurde der Israel. Was aber hier noch gebrochen beginnt, zugleich Sünder und Gerechtfertigter, wird dann vollkommen sein. Wir werden eine wirkliche Neuschöpfung ohne irgendwelche Folgen des Sündenfalls an uns zu haben, mit einem himmlischen Herrlichkeitsleib. Und dieser neue Name ist einer, den niemand kennt. Soweit ich mich in diese Frage eingearbeitet habe, bekräftigt dieser Name, den niemand kennt, den Zustand der Geborgenheit. Denn was man nicht kennt und sieht, kann man nicht angreifen. Weil kein Dritter diesen Namen, diese neue Identität kennt, kann sie auch keiner beschädigen. Wir kennen das ja heute hervorragend von Passwörtern, können auch Namen sein oder sonst irgendwelche Kürzel. Wenn ich mein Passwort leichtfertigerweise jemand weitergegeben habe, dann kann der meinen Account hacken. Kennen wir etwa im Online-Banking oder auch bei Internetspielen. Unser Sohn hat da früher auch mal immer wieder kräftig gezockt. Und dann kam es da durchaus vor, mit manchen Spielern und Accounts kann man ordentlich Geld verdienen. Und dann hat man eben einen guten, lukrativen Account gehackt und dem die Wertgegenstände verkauft gegen bare Münze. Das geht hier nicht, darum geht's. Denn es ist ein Name, den niemand kennt, den kann keiner hacken. Selbst die raffiniertesten Hacker mit ihren modernsten Quantencomputern kommen nicht ran. Wir haben in Jesus ein unangreifbares, ein unantastbares Leben, das uns niemand rauben kann. Auch Satan mit seinen bösen Mächten kann sich da nicht einhacken und uns Schaden zufügen. So geht an uns, liebe Geschwister, mit Pergamon der Aufruf, jeder Anpassung an die Welt entschieden zu widerstehen. Und auf den, der diese Verführung überwindet, wartet der sichere Lohn, ein neues, unangreifbares Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Und das beginnt heute schon. Wenn wir in Jesus sind, sind wir heute schon unangreifbar. Was für ein Trost im Blick auf diesen Wahnsinn. Wir sind heute schon unangreifbar in unserem Herrn. Und zu diesem neuen Leben, in dieser Geborgenheit, in dieser Unangreifbarkeit, lädt uns der Herr jeden von uns auch heute ein. Amen. Wir beten gemeinsam und erheben uns dazu. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, wir sehen, wie es um die Gemeinde in Pergamon echt eng wird. Du lobst sie zwar, dass sie dir treu geblieben ist, an deinem Namen festgehalten hat, insgesamt noch hat die repräsentative Mehrheit die Gemeindeleitung zu dir gehalten, aber sie haben schon angefangen, ganz gewaltig zu schlampen. Und sie haben schon zugelassen, dass etliche in ihrer Mitte in die Irrlehre, in den falschen Weg, in die Fänge Satans abgedriftet sind. Und nun mahnst du sie ganz ernsthaft. Und schenk uns bitte offene Ohren und Herzen, dass wir diese Mahnung, soweit nötig, auch für uns ganz persönlich und für unsere Gemeinde und für unser privates Leben hören.
Auch in unserem eigenen Leben sind wir ja immer wieder bereit, Zugeständnisse zu machen, die in Wirklichkeit doch nur faule Kompromisse sind. Dass du auch mit in unserem Leben mit diesem scharfen, zweischneidigen Schwert am Werk bist und uns die Erkenntnis schenkst, wo wir in solchen faulen Kompromissen leben, wo wir uns von bestimmten Dingen, Verhaltensweisen, Beziehungen etc. trennen müssen, um deines Namens willen, um einen klaren, geraden Weg mit dir zu gehen, um wirklich in Vollmacht Licht in der Finsternis dieser Zeit sein zu können. Und dass du uns auch deutlich machst, wir sind auf dieses Götzenopferfleisch nicht angewiesen. Wir müssen uns nicht anbiedern, wir müssen uns nicht mürbe machen lassen. Auch durch noch so viel Druck der Umwelt, durch noch so viel Manipulation. Denn das, was aus deiner Hand kommt, ist allemal 100.000 Millionenfach besser als das, was diese Welt zu bieten hat. Egal wie verlockend auf dem goldenen Tablett sie es uns auch präsentieren mag. Und dass wir in diesem Vertrauen ganz fest geborgen sind und dann auch ganz fest im geradlinigen Gehorsam mit dir leben können. Und dann kann es auch so sein, dass auch unsere Gemeinde hier in der Eichenau, sowohl für die Eichenau wie für Riedlingen und Gebung, ein Ort des Segens ist, von dem Segen die Fülle ausströmt. Einfach weil du da bist in unserer Mitte, in Vollmacht und Kraft. Und auch da, wo jeder Einzelne von uns wohnt und hingeht, Licht in der Finsternis, Quelle des Segens, des Lebens, lebendiges Wasser sein darf. Noch sind wir da, noch gebrauchst du uns. Und so befehlen wir doch mal unsere alten, einsamen Kranken an, dass du sie stärkst, schützt, tröstest. Auch die Geimpften, dass du sie vor den Schäden und Folgen der Spritze bewahren mögest, auch ihr Umfeld, unsere Gemeinde. Und noch viele davon bewahren mögest, in dieser Weise, in diesen Weg zu gehen. Wir bitten dich, dass du den Geist der Verblendung über unserem Volk noch aufhältst und wenn möglich zurückweist und den Geist der Klarheit und der Erkenntnis schenkst, vor allem der Erkenntnis deines Heils. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.